So, da bin ich auch hier schon wieder zurück mit einem neuen Shop-Video. Ihr wisst ja, ein neuer Tag, ein neuer Shop. Aber bevor wir in den Shop gehen, eine kleine Info für euch. Wo ist sie? Die Aufgabe funktioniert leider immer noch nicht. Ich war eben noch gerade schon in Gruppenkeile. Tankstelle in die Luft gejagt, Haus angezündet. Also ich werde noch wahnsinnig mit dieser Aufgabe. Es geht nicht darum, jetzt dadurch, dass ich dann, keine Ahnung, mehr XP bekomme. Aber ich hätte halt gern die Aufgabe fertig. Also ich denke mal, so geht es den meisten von euch. Erstmal GG an die, die die Aufgabe ganz normal abschließen konnten und somit fertig sind. Aber vorweg, im Shop wird es heute sehr, sehr wild. Denn wir haben etwas ganz Besonderes drin. Erstmal ein neues Emote. Ihr seht schon gerade oben rechts. Dann haben wir Skins drin, die über ein Jahr nicht im Shop waren. Wir gehen direkt mal rein. So, erstmal hier das neue Emote. Ist okay, aber ist halt jetzt auch nichts Besonderes in meinen Augen. So, des Weiteren haben wir drin Aurum. Dann natürlich der passende Kleider dazu. Dann Einsicht. Dann Weitschuss. Und natürlich das Emote nochmal. Dann die Kuschelbeauftragte ist da, aber die Items, denke ich mir, sind jedem bekannt. Dann denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne Creator Code benutzen, yt-familyhack. Grüße gehen da wirklich an jeden Einzelnen raus, der das bereits schon macht. Liebe, 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 Liebe. So, jetzt geht's gleich los. So, dann haben wir heute das Nunchaku-Paket. Gut, das ist in meinen Augen kein Paket, weil das Rückenaccessoire war doch eigentlich eh immer dabei, oder? Naja. Dann glitzernde Streiterin dabei. Die Magma-Tarnung ist wieder zurück im Spiel. Neue Musik. Ist nicht schlecht, aber ich kenne die schon von TikTok. Da wurde die mir immer vorgeschlagen. Dann Poké-Emote. Dann so fertig. Und halt der Fokus geht so. Und Achtung, jetzt geht's los. Mindestens ein Jahr im Tresor. Heißt, ein Jahr war der Kram nicht im Shop drin. Einmal die Knochenwespe. Kommt mir immer noch wohl, als wäre die gestern drin gewesen. Dann der Urstachel. Dann der Gleiter. Dann Feldsanitäterin. Dann Triage-Trooper. Gott, wie der aussieht. Bisschen dick angezogen. Dann Lebenserhaltung, die Pickaxe dazu halt. Dann Luftrettung. Boah, ich finde das immer so teuer. 1200 V-Bucks für so einen Gleiter. So, des Weiteren. Die. Oh. Die. Astro-Assassinin. Dann Taro ist wieder zurück. Eigentlich ein wirklich sehr schöner Skin. So eine Mischung aus gefühlt 10 Skins. Und dann haben wir Nara mit drin. Ja, da lässt sich wieder streiten um den Geschmack. Aber das Rückenaccessoire ist irgendwie nice. Und dann Torwächter wieder drin. Flugkarten. So, dann Achtung. Jetzt geht's weiter. Emotes, die ein Jahr nicht mehr drin waren. Lama Konga. Schrullig. Der Hampelmann ist zurück. Faustjubel. Und keine Ahnung. Nicht keine Ahnung, sondern so heißt das Paket. Dann das Anime-Paket ist noch drin. Letzter Lacher-Paket ist drin. Dann denke ich mal, dass das Lava-Paket noch drin ist. Aber ich zeige euch natürlich trotzdem gerade, wie die Skins aussehen. Schnell hier durchsortieren. Wo sind sie? Oben. Das beinhaltet halt die zwei Skins. Also ganz ehrlich, die Skins sind halt wirklich nice. Also wenn ihr das Lava-Legenden-Paket noch nicht habt, die sind wirklich... Das ist spielbar, der sowieso, der Lava-Hund. So, und dann haben wir ja noch Rette die Welt, Rette die Welt, Rette die Welt. Bababab. Gucken, ob wir noch gratis V-Bucks haben. Oh, heute schon wieder keine V-Bucks. Lol, 3 Tage jetzt hintereinander keine V-Bucks. Schade eigentlich. So, dann erstmal danke für alle, die dabei waren. Denkt dran, vergesst nicht gerne noch ein Like dazulassen. Und in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und haut rein.